sich vielen Vorurteilen gegenüber, sowohl im Berufsleben als auch im privaten Bereich. Moment. Entschuldigung. Und von klein auf wachsen sie in einer lauten Welt auf und wären oftmals lieber gerne anders. Und um ein bisschen Licht in das Dunkel der Introversion zu bringen, darum soll es heute gehen. Ich bin Gabi und ich sage herzlich willkommen zurück oder wenn du das erste Mal dabei bist, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier geht es um dich, um deine Selbstliebe und um deinen inneren Frieden. Und dann wollen wir mal loslegen. Es soll hier heute nicht um irgendwelche Schubladen gehen. Du bist extrovertiert, du bist doof, du bist introvertiert, du bist gut oder andersrum. Das sind einfach zwei Pole des gleichen Spektrums. Und es gibt da mit Sicherheit Mischformen und du guckst einfach, was für dich stimmig ist, was sich stimmig anfühlt, wo du dich findest oder vielleicht auch gar nicht, aber einfach, dass du dir mal ein bisschen ein Bild bezüglich der Introversion und dem Introvertiertsein machen kannst. In der westlichen Welt ist es oftmals so, dass der laut zugeht, dass derjenige, der was sagt, der sich ein bisschen auch vordrängt, der das genießt, im Rampenlicht zu stehen, der hat es oftmals leichter als jemand, der mehr zurückhaltend ist. Und deswegen gehen die Introvertierten oftmals unter und werden auch einfach, ja, missverstanden. Und wie gerade schon gesagt, also Extrovertierte, die gehen gerne auf eine Bühne, die zeigen sich gerne, die nehmen gerne die Aufmerksamkeit, ziehen die an sich und die ziehen auch Energie daraus, dass sie mit anderen Menschen zusammen sind. Und Introvertierte, denen geht es genau andersrum, die sind nicht so gerne im Mittelpunkt. Und es wird oftmals gesagt oder ja, dass Introvertierte schüchtern seien. Das ist schon mal ein Vorurteil, das ich so nicht bestätigen kann. Schüchtern ist nicht gleichbedeutend mit introvertiert. Schüchtern sein ist eine Angst vor Ablehnung oder dass man ja, Angst zu versagen. Und das hat mit introvertiert sein erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Das nächste ist, dass Introvertierte als Vorurteil keine Menschen ansprechen könnten. Auch das ist schlichtweg so nicht richtig. Also ich würde mich selbst als introvertiert zählen und ich spreche ganz gerne Menschen auf der Straße an. Wenn ich zum Beispiel sehe, hier auf Mallorca, da sind irgendwelche Touristen und die finden den Weg nicht oder sowas und sehen dann etwas verloren aus, dann spreche ich die ganz gerne an und frage, ob ich helfen kann. Zum Beispiel. Oder wenn ich Raucher wäre, was ich nicht bin, hätte ich auch kein Problem damit, jemand nach Feuer zu fragen. Ich würde dann nicht lieber nicht rauchen, anstatt da jemanden anzusprechen. Also auch das ist ein nicht stimmiges Vorurteil. Und mich würde auch interessieren, wie geht's dir damit? Bist du selbst introvertiert? Und welche Erfahrungen hast du bisher gemacht mit Vorurteilen oder mit irgendwelchen Geschichten, die du mit uns teilen möchtest. Und auch wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich über ein Like. Ganz einfach auch aus dem Grund, zum einen für mich, ein bisschen für mein Ego natürlich, damit ich auch weiß, dass ich auf dem richtigen Weg mit meinen Videos bin. Und zum anderen auch für den YouTube-Algorithmus, damit mehr Leuten die Videos ausgespielt werden und der Kanal und dann mehr auch was davon haben. Introvertierte seien ungesellig. Auch das stimmt so in dem Sinne nicht. Introvertierte sind lieber mit sich, ja, und sie sind gerne in Gesellschaft, wenn sie da drin einen Sinn sehen. Also wenn sie jetzt nur, weil man das so macht, sich mit einer Gruppe treffen sollen, dann haben sie da einfach keinen Bock zu. Das heißt nicht, dass jetzt jemand, der introvertiert ist, das nicht trotzdem macht und sich da vielleicht auch irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen inzwischen angepasst hat, aber von der Grundtendenz wäre es demjenigen vielleicht oftmals lieber nicht zu einer sinnlosen Versammlung mitzugehen. Genau.
Ungesellig auch für Themen Teamwork oder sowas. In der Arbeitswelt und in der Schule ist es ja oftmals so, dass inzwischen verstärkt Gruppenarbeiten, Teamwork, was ja das Gleiche ist, letztendlich favorisiert werden und man dann als unsozial oder asozial auch vielleicht schon tituliert wird. Ja. Da werden Introvertierte einfach völlig verkannt. Und sie werden auch unterschätzt. Es ist wohl so, ich habe jetzt die Statistik selbst nicht gesehen, aber ich habe, als ich jetzt auch das Video hier nochmal ein bisschen vorbereitet habe, Introvertierte haben wohl durchschnittlich einen höheren IQ. Ob das so ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich kenne auch meinen nicht, also ich habe da kein. Kein Beispiel für. Nichtsdestotrotz werden Introvertierte oftmals unterschätzt, einfach weil sie sich nicht so präsentieren und so in die erste Reihe drängen, wie es vielleicht andere machen und sich lieber dann zurücknehmen und sagen, ja, gut, macht ihr euer Ding, ich sag jetzt nichts zu, es kommt eh nicht an oder ihr wollt es eh nicht hören oder irgendwas in der Richtung. Das heißt jetzt nicht, dass sie dann beleidigt sind, sondern einfach, dass sie dann keinen Sinn da drin sehen. Introvertierte sagen nur etwas, wenn es etwas zu sagen gibt. Das ist natürlich auch von der Grundform her so. Es ist nicht so, dass jemand dann nicht auch mal sowas sagt, der introvertiert ist. Nichtsdestotrotz, Smalltalk liegt ihnen nicht, sehen sie keinen Sinn drinne und macht auch keinen Spaß. Auch da nehme ich mich nicht aus. Ich ja, finde es einfach ein bisschen unnötig meistens. Wobei ich mich da inzwischen auch schon mehr damit arrangieren kann, sagen wir mal so. Und auch den Sinn von Smalltalk verstanden habe, dass es dann doch das ein oder andere Mal ja, zum Gesprächsanfang einfach führt, was ja dann auch nicht verkehrt ist. Introvertierte stehen nicht gerne im Mittelpunkt, ja, das hatte ich gerade am Anfang schon gesagt. Also Extrovertierte, die brauchen so die Bühne für sich, weil sie, wie gesagt, daraus Energie ziehen. Introvertierte brauchen eben gerade diese Bühne. Also wenn es nicht sein muss, dann gehen sie nicht auf die Bühne, also jetzt nicht nur auf die Bühne als Speaker oder so, sondern auch ja, vor einer Gruppe oder mit einer Gruppe entsprechend zu sprechen. Wenn es nicht sein muss, habe ich gerade gesagt, also wenn man einen Sinn da drin sieht, seine Art hinten anzustellen oder sein eigenes Bedürfnis da hinten anzustellen, dann machen sie das schon. Also das muss dann was, ein größeres Ganzes muss ihnen dann da zugrunde liegen. Sie verbringen gerne Zeit mit sich und oder in der Natur. Natürlich kann man auch in der Natur für sich sein. Das gibt ihnen einfach mehr. Viele lesen gerne oder hängen ihren Gedankenwelten nach. Hieß es dann auch in der Vorbereitung entsprechend. Ja, das darfst du auch gerne kommentieren, wie du das für dich hast, ob du was man so im negativen Sinne so Träumerle nennen würde, ob du da mitgehst. Dann, ja, Introvertierte haben mehr Tiefgang. Das kann jetzt natürlich einen kleinen Shitstorm hier, oder ich kann mir ja keine Freunde machen, wenn jetzt doch Extrovertierte das auch mit angucken. Ist aber auch dem geschuldet, dass auch die Sache mit dem Smalltalk und nichts zu sagen, wenn es nichts zu sagen gibt. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Du kannst gerne auch kommentieren, was dir dazu einfällt, ob du das völligen Humbug findest oder ob du das auch so siehst. Und dann ist da noch das Problem, ganz einfach, weil eben die Welt oder die Gesellschaft mehr das andere favorisiert. Fühlen sich Introvertierte oft falsch und möchten eigentlich gerne lieber anders sein, möchten auch extrovertiert sein oder möchten einfach mal mehr
ja, aus sich rausgehen, aber eigentlich entspricht es einfach gar nicht ihrem Naturell. Und von daher geht es ja in diesem Kanal auch darum, deinen wahren Kern zu leben, freizulegen und ja, dann auch zu sagen, okay, ich bin introvertiert und oh, super, es gibt auch noch andere. Also Introvertierte sind auch ganz gerne mit Gleichgesinnten, weil sie da einfach sich insofern verstanden fühlen und man auch dann nicht mal reden muss, sondern einfach mal miteinander schweigen kann. Und auch das ist eine schöne oder kann eine durchaus schöne Erfahrung sein, ohne dass das peinlich sein müsste. Es gibt ja so diese peinliche Stille, wenn man dann nichts sich zu sagen hat. Das meine ich damit nicht, sondern gerade weil man sich auch ohne Worte dann nichts sagen muss. Und das meine ich jetzt nicht nur in einer Paarbeziehung, wo das vielleicht, ja, weiß ich nicht, für den einen oder anderen selbstverständlich ist, sondern man kann auch mit normalen Menschen, die nicht der Liebespartner sind, schweigen. Und sich demnach auch nicht mehr selbst zu verleugnen. Also das ist einfach ein ganz großes Thema. Da wünsche ich dir viel Erfolg mit. Wie gesagt, ich freue mich über deinen Kommentar und wünsche dir, das habe ich hier tatsächlich eine Kommentarfunktion, aber ich glaube, betrifft mich jetzt noch nicht so ganz. Das ist hier auf Twitch, deswegen spiele ich das jetzt hier auch nicht ein. Ihr Lieben, ich wünsche euch was und am Donnerstag bin ich im Gespräch mit Ingrid Häuser. Da geht es mal wieder um das Thema Tod und um Vorsorge, die zu treffen ist und warum das Sinn macht. Und freue mich, wenn du am Donnerstag um 20 Uhr hier dabei bist. Bis dann, ciao!